hallo zusammen. Wahnsinnig viele Fragen von euch. Wir starten heute mal mit einem Q&A mit mir und dem Michel. Spontanerweise. Spontanerweise, heute, ja. Mit mir. Max hat Videoverbot gekriegt. Falsches T-Shirt. Nicht vorzeigefähig. Nicht vorzeigefähig. Nein, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. War ja wieder eine wahnsinnig große Beteiligung von euch. Ja, wir schreiben dann ab und zu mal bei Instagram sowas hin. Stellt uns eure Fragen, wir planen ein weiteres Q&A. Und dann könnt ihr auf Insta schreiben. Oder notfalls auch per E-Mail, aber per Insta ist einfacher. Genau, oder wir greifen auch ab und zu mal Fragen aus den YouTube-Kommentaren auf. Ja. Daraus ergibt sich auch öfter mal was. Also ich hätte gesagt, wir fangen einfach mal an. Ja, du hast es schon gelesen, ich nicht. Stichpunktartig. Stichpunktartig, okay. Wie reinigt ihr ein Technikbecken? Ja, die Frage war mich. Also hier im Geschäft läuft es ungefähr auch so wie fast privat. Je nach Verdreckungsgrad alle halbe bis Jahr. Das heißt, ich mache die komplette Technik dann sauber. Abschäumer, Förderpumpe, Fließfilter, Technikbecken, Glas. Einmal rund. Genau, also das heißt, ich ziehe alle Stecker, außer Licht halt oben. Dann pumpe ich das Wasser raus, soweit wie es geht. Dann nehme ich meistens noch einen Nasssauger und dann wird das Ding rausgewischt und geputzt und mit dem Nasssauger kann man dann eben schön alles raussaugen, dass das eigentlich fast trocken ist. Ja, dann macht man die ganze Technik alles sauber, baut wieder alles rückwärts ein, so wie man es ausgebaut hat und dann lässt man sich wieder frisches Wasser rein und das war die Reinigung des Technikbeckens. Moin, ist zwar keine Frage, aber ihr seid super, macht weiter so, Tobi und Silas auch. Danke, danke, geben wir dann alle so weiter. Muss man ja auch mal sagen, ne? Jo. Stimmt schon. Wann gibt es wieder ein Video vom 5-Meter-Becken? Vielleicht heute noch. wir werden heute im Anschluss wahrscheinlich noch ein 5-Meter-Update-Becken machen. Becken-Update, ja, irgendwie so. Wenn wir schon beim 5-Meter-Becken sind, noch wieso sind im 5-Meter-Becken weniger Docks drinnen und verändert sich der Fischbesatz? Gutes Auge. Es fehlt der Hawaii-Doktor, der Rotmeer-Doktor und der Scopas, weil der Rotmeer angefangen hat zu stänkern und der hat die anderen zwei so dermaßen in Mitleidenschaft gezogen, dass wir sie raustun mussten. Deswegen sind die nicht mehr drin. Sonst grundprinzipiell verändert sich nichts am Bestand, außer Update-Video gucken. Werden noch Mitarbeiter gesucht? Ein ganz klares Ja. Wer Interesse und Zeit, Lust hat, natürlich bei uns im Fachgeschäft mit zu unterstützen, auch ein bisschen Backoffice-Fähigkeiten hat, gerne melden. Teilzeit, Vollzeit, einfach kurze Info an info@planktonplus.de. Meldet euch und ja, wer Bock hat, gerne. Das ist die wichtigste Voraussetzung. Ich hätte kurz und knackig gesagt, Bock auf Meerwasser-Akuristik. Ja, definitiv. Vielleicht auch jemand, der aus dem Hobby kommt, Quereinsteiger. Also wir setzen da keine Ausbildungen oder irgendwelche speziellen Qualifikationen voraus. Einfach wer in der Materie ist, ist hier natürlich ganz gut aufgehoben. Deswegen. Notfalls auch einer, der nicht in der Materie ist und Bock drauf hat, das zu lernen, der wo halt auch zeigt. Alle, komm her. Geld. Gibt es Kunden, die ihr lieber betreut als andere? Grundprinzipiell nein. Es wird jeder gleich behandelt. Das Einzige, der Kunde, der sich den Weg ins Fachgeschäft auf sich nimmt, wird bevorzugt vor einem Telefonat oder einer E-Mail. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Jeder hat ein Anrecht auf eine Beratung. Aber der, wo hierher kommt, ist Nummer One. Das ist der einzigste Unterschied. E-Mail kann man zurückschreiben, Telefon zurückrufen. Genau. Wie fahrt ihr eure Becken ein und wie verhindert ihr beim Beckenstart einen Nährstoffmangel? Grundprinzipiell fahren wir alle Becken oder geben das so weiter. Totgestein, Keramik, Sand, Salzwasser natürlich und unsere Bakterienprodukte. Startbakterien und dann halt des Weiteren die Bactomix-Bakterien im fortlaufenden Ding. Und starttechnisch machen wir das eigentlich immer relativ flott. Das heißt, wenn alles passt, Dichte, Temperatur, KH, Calcium, Magnesium, die Grundparameter, wo man so messen kann, Nitratphosphat, dann fangen wir eigentlich relativ zügig mit Korallenbesatz an. Wenn Nitratphosphat nicht messbar ist, gibt es Produkte, wo man zudosieren kann, um ihn in einem messbaren Bereich zu bekommen, geschweige denn zu halten. Das ist halt auch wieder von System zu System unterschiedlich. Spezifische Beratung gerne hier auch im Fachgeschäft. Woran erkenne ich, dass die Strömung passt? Ich habe ein 120 Liter Becken mit der Aquamedic 7.1. Eine sehr gute Frage, auf die ich jetzt so explizit nicht eingehen kann, weil ich nicht weiß, wie ist der Riffaufbau, welche Korallen sind drin. Die Aquamedic Strömungspumpe, muss ich jetzt auch ehrlich gestehen, haben wir weder hier noch, vertreiben tun wir sie über den Onlineshop, aber hier habe ich sie nicht, weil wir verwenden andere Pumpen hier drin. Und es ist zu spezifisch, jetzt da direkt drauf einzugehen. Letztendlich sieht man es zwar immer an die Tiere, mal so grob gesagt,
vielleicht eventuell auch unser Strömungsvideo mit mir, wo ich schon gemacht habe, mal vielleicht reinschauen. Vielleicht hilft das weiter. Da wird es im Videomaterial ein bisschen versucht zu erklären. Vielleicht hilft dir das weiter. Kannst du gerne mal nur reinrufen, wenn da eine offene Frage dazu ist. Dann probieren wir es per Telefon. Aber es ist manchmal immer ein wenig schwierig. Man müsste es sehen. Oder kurzes Video schicken. Oder kurzes Video über den Support schicken, genau. WhatsApp. Genau. Ist ein 60-Liter-Aquarium zu klein für Meerwasser? Beziehungsweise was für einen Korallenbesatz empfehlt ihr da? Also grundprinzipiell ist ein kleines Becken oder ein Nanobecken in der Meerwasser-Aquaristik nicht falsch. Man muss bloß dazu sagen, für Fische ein absolutes No-Go, 60 Liter. Also wir empfehlen Becken ab Minimum 150 Liter, wenn man ein bisschen was an Fische drin haben will, weil es schwierig wird. Korallentechnisch, letztendlich, solange sie wachsen und Platz haben, kann man das Ding im Endeffekt vollpflastern. Also aber halt jetzt mal so auf Fische nein, aber Korallen, Garnelen, ja. Wirbellose, Garnelen, Krebse, Schnecken. Einsiedler, Schnecken, geht alles. So und Korallen geht im Endeffekt auch alles. Man muss nur bedenken, es gibt Tiere, die lange Kampftentakeln haben, wo man halt den Platz mit einkalkulieren muss. Und da ist halt ein 60er Becken mit die 60 cm halt dann etwas schwierig. Aber ja, grundprinzipiell machbar, außer Fische. Ja. Ein striktes Nein von uns. Welche Fische würdest du ab 150 Litern empfehlen? Jetzt hast du wieder Fangfrage von dir, gell? Mit deinen Trimas und so. Ja. Ja. Trimas, kleinbleibende kleine Grundeln. Anemonenfische geht auch. 150 Liter ist zwar dann schon Schmerzgrenze, aber das geht. Knallkrebs mit einer Symbiosegrundel. Also es gibt wirklich sehr viel, aber man muss es dann auch wieder im Verhältnis Verbraucher, Erzeuger, Koralle, Verbraucher, Fisch, Erzeuger. Weil sonst hat man das Problem mit Nitrat und Phosphat. Ist aber auch wieder jedes System für sich spezifisch. Deswegen, und Trimmers, ich bin dran. Tobi, ich bin dran. Freitag kommen wieder welche. Macht ihr auch mal einen Live-Sale? Nein. Live-Sale? Nein, werden wir nicht machen. Sowas? Nein. 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 Springschutz ja oder nein? Kommt drauf an, ne? Es kommt drauf an, wenn man natürlich jetzt nur eher wenig Fischbesatz hat bis kleine Tiere. Es gibt springfreudigere Tiere und es gibt eher weniger springfreudige Tiere. Also herinnen meistens sagen wir es halt dazu, neues Becken, Anfänger. Ich hätte gern das, 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 wo man dann schon dazu sagt, oh, hast du einen Springschutz drauf. Zum Beispiel Pfeilgrundeln. Also die Feuerschwergrundeln, Dekoraschwergrundeln, exquisiter Schwergrundeln, die neigen meistens in einem neuen Riff dazu, leichter zu erschrecken, gehen in die Ecke und dann hoch und dann sind sie draußen. Tendenziell dann, wenn ich das hochrechne, was zwei rausgesprungene Fische kosten, was der Jumpguard kostet zum Beispiel, ist der Jumpguard unterm Strich billiger und man hat länger Freude an den Tieren. Ja. Da haben wir im Onlineshop, gibt es von DD und gibt es von Red Sea. Muss sich jeder selber im Endeffekt raussuchen. Wie kostet sowas? Ist sowas teuer oder? Ich spicke. Geht los bei dem 75x75 bei DD 41,95 in 1,20x75 79,90 und 1,80x90? Ich sehe es nicht. 90? 70 Euro. Die drei Größen gibt es und das kann man sich dann auf Maß zuschneiden. Für einen Fisch, der rausspringt, hat sich das also auch von finanzieller Seite schon gelohnt. Ein Fisch kommt drauf an, welcher. Aber wenn ich jetzt sage, eine Helfrichi Schwertgrundel kostet eine irgendwas an die 150, 200 Euro, weiß ja gerade nicht auswendig, wenn da schon eine rausspringt, ja, dann war das eine Investition, wo ich sage, ich habe gespart. Wie fahre ich als Anfänger ein Meerwasseraquarium ein? Ich würde sagen, nicht nur als Anfänger, ich würde sagen prinzipiell. Ja gut, das ist das, was wir ja vorhin schon eigentlich hatten. Wie starte ich das? Wieder, wie vorhin schon gesagt, mit unseren Startbakterien, Totgestein, Lebendgestein, Riffkeramik, halt die ganz normale Einrichtung und dann muss ich halt die Dosierung dementsprechend nach Anleitung anfangen und dann kommt der Korallenbesatz, also, so wie vorhin eigentlich schon gesagt. Also ein Stück zurückspulen, dann sind wir ungefähr beim gleichen Ding. Passt. Wieder keine Frage, aber ein Lob ans Team. Gebe ich natürlich auch gerne weiter. Danke. Und großes Lob an das ganze Team. Bin mega zufrieden mit PP. Gerne. Danke. Sag mal gerne, danke. Es sind echt wahnsinnig viele Fragen. Bei vielen Lampen gibt es die Mondlichtfunktion. Sollte man diese nutzen? Und wenn ja, wie lange? Mit dem Mondlicht, das ist jetzt ist immer so eine Sache. Du hast abnehmenden und zunehmenden Mond. Also das heißt, die Mondphasen. Die meisten Lampen unterstützen das, dass sie das mitmachen. Also sprich, die werden dunkler und heller. Letztendlich ist es eine Geschmackssache. Die Tiere können auch ohne. Also ich habe sie im Geschäft, glaube ich, nirgendwo eingestellt. Gibt es Tiere, die eine Mondphase brauchen? Das ist jetzt wieder mit der Haltung, man will es ja so naturgetreu machen, wie man es, dann müsste man es eigentlich machen.
Aber wie gesagt, dann musst du ja, dann, wenn man dann mit das anfangen, dann müsstest du nur die Zeitensteuerung und. Also wenn es die Lampe kann und man möchte das haben, dass halt so ein ganz leichtes diffuses Licht da mitleuchtet und halt heller und dunkler wird, man kann es ja nutzen. Es ist ja nicht ohne Grund programmiert. Dann ist es ja meistens nur ein Häkchen und gut ist. Ich habe es jetzt hier drin nicht programmiert, weil es leuchtet ja eh da was und dann leuchtet da noch was und dann blinkt da mal wieder was. Kann man eigentlich. Also wir haben durch Notbeleuchtung, Notausgang und den ganzen Gedöns ist es eigentlich da. Anfänger-Aquarium. Wie teuer welche Korallen und Fische? Bitte. Danke. Nochmal was? Anfänger-Aquarium. Ja. Ausrufezeichen. Ja. Wie teuer welche Korallen und Fische? Bitte. Oh. Ist zu umfangreich. Ist zu umfangreich. Ich würde dich bitten, kontaktiere uns entweder per E-Mail, per Support, WhatsApp oder per Telefon. Nein, es ist zu umfangreich. Ich weiß, wir kennen deinen Geschmack nicht. Ich kann dir jetzt da so viel runterrattern und dann stehst du wieder da. Was war das jetzt nochmal alles? Wie gesagt, wenn du da ein bisschen Beratung brauchst, gerne per WhatsApp, per E-Mail oder per Telefon. Kriegen wir hin. Wie kann ich den Rollenfilter an einem Red Sea Becken installieren? Frage, welcher Rollenfilter? Erste Frage, zweite Frage, welches Red Sea Becken? Es gibt ja die alten, es gibt die G2 und es gibt die neuen schon wieder, G2 Plus oder irgendwie sowas. Bei den ganzen neuen kannst du das einfach einbauen, da ist das irgendwie so Plug and Play. Bei den alten, wenn es ein älteres ist, noch mit diesen Filtersocken, das wo verklebt ist. Entweder du hast ein großes Technikbecken, wo du sagst, du machst das tot und baust ihn daneben, oder du hast ein kleines und du musst das alles rausschneiden. Leider. Also in jedem Fall gebasteln. Bei den älteren Becken ist es ein Gebastel, aber Red Sea hat reagiert und hat eben bei den neueren Systemen das jetzt Plug and Play gelöst. Glaube ich. Nein, also bei unserem ist das so, hat der Vertreter gesagt gehabt, den baut man daneben. Und bei den ganz neuen muss das irgendwie reinpassen einfach. Also wenn es dann der Red Sea ist. Was tun gegen milchiges, trübes Wasser? Achtung, ohne UV-Klärer. UV-Klärer. Tut mir leid, aber abwarten und Tee trinken, bis es rum ist. Aber es kann halt so schlimm werden, dass die Korallen halt in Mitleidenschaft gezogen werden. Wasserwechsel kann helfen, kann aber auch kontraproduktiv sein. Also, schwierig. Also doch lieber UV-Klärer. Ja. Okay. Aktivkohle? Es ist bakteriell. Aktivkohle zieht nur Stoffe. Also man könnte es eventuell mal mit Zeolithpulver probieren, weil das ja auch relativ gut bindet und zieht. Aber ich habe auch schon so viel probiert, es hilft eigentlich meistens nur der UV-Klärer. Was wird alles benötigt beim Umbau von Süß- auf Meerwasserbecken? Hat 300 Liter. Kommt drauf an. Naja gut, du wirst dann kein Technikbecken haben. Das heißt, wir brauchen alles Hang-on oder drin. Abschäumer brauchst du. Der Heizstab, den hast du im Normalfall schon. Wobei ich halt auf reine Heizstäbe, Glaskolben zum Beispiel, bin ich jetzt kein Fan davon. Ich würde mir halt dann die Steuerung holen und einen Titanheizer. Sand, Gestein, Strömungspumpe. Wie gesagt, Abschäumer kann man sich dann, gibt es zwei Varianten, Hang-on oder intern, richtiges Licht, Licht ist Leben. Hast du bestimmte Voraussetzungen bei der Reinigung des Beckens, wenn das jetzt vorher mit Süßwasser gefüllt war? Keine scharfen Mittelchen, ne? Ja, ich würde die ganz normal sauber machen, wie jedes andere Becken auch. Ich nehme meistens ein Essigessenz, Handschuh, Essigessenz, einmal sauber rauswischen, dass halt alles weg ist, sauber nachspülen, einmal trocken machen. Meistens ist das so, wenn man das Becken mal ein, zwei Tage trocken stehen lässt, durch das komplette Ablüften sterben sämtliche Bakterien im Normalfall ab und dann bist du safe und dann fangst du einfach mit dem nächsten an. Wie zufrieden ist Andi mit den Nachzuchten und stellen sich schon Erfolge ein? Ich bin zwar nicht ganz im Thema, weil da lässt er mich nicht ganz so reingucken, wobei ich auch nicht so viel Zeit habe, dass ich mich da hinten dran stelle, aber es tut sich ziemlich viel. Wir bauen auch ständig weiter auf. Man muss natürlich auch gucken, dass das halt, also wir fahren jetzt nicht irgendwo hin und kaufen dann Zuchttiere und dann geht's los, sondern wir sind gerade miteinander am Zuchtstammbaum aufbauen, zusammenkaufen. Und wir haben in die erste, also in der Zucht, in der Korallenzucht hinten, sind des Öfteren schon immer ganz kleine Larven unterwegs. Wir vermuten von Mandarinfischen, weil das sind die einzigsten, die da drin sind. Ah, ich glaube, die habe ich gesehen hinten unter dem Stein. Genau, da wo alles zugepflastert hat, dass jetzt kein Fisch hinkommt. Und also alles am Huseln ist. Es geht vorwärts, es geht auch in die richtige Richtung, aber wir müssen selber auch erst ein bisschen gucken und tasten. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg, es geht vorwärts. Ich meine, Korallenzucht ist ja fortlaufend am Laufen. Also ja. Die sowieso.
Aber jetzt mal so rein auf die Fische bezogen, ist das, was halt einfach nach und nach erweitert wird. Genau, genau. Stell dir auch mal das ganze Team vor. Ja, wir sind ja schon schrittweise immer ein bisschen dabei. Wir wollen euch natürlich auch nicht zu viel auf einmal zumuten. Ja, wir haben bloß ein paar... Kamerascheu. In Klammern Mädchen. Dabei, die wollen nicht vor die Kamera. Nein, wir sind nicht auf dich bezogen. Okay. Ist nicht auf dich bezogen. Nein, es ist immer schwierig, alle an einem Tag, an dem Drehtag, alle an einem Tag hierher zu kriegen. Wir haben ja auch Aushilfsleute, die halt tendenziell auch arbeiten müssen in ihrer normalen Arbeit. Es ist halt immer schwierig, die unter der Woche hierher zu kriegen. Wir gucken mal, wie wir das hinkriegen. Wir haben aber auch vor, unsere Online-Seite endlich mal zu aktualisieren, jetzt demnächst irgendwann mal. Mhm. Und da haben wir eben auch schon Bilder gemacht. Danke nochmal, Tobi. Und dann könnt ihr zumindest da mal drüber scrollen, welche Gesichter, welcher Name. Wer ist wer, wer macht was genau. Und so. Also da sind wir dran. Dauert noch ein bisschen, aber wir sind dran. Wann kommt ein Video zur Fischzucht? Wenn es da mal dann dementsprechend was zu zeigen gibt, weil momentan das ist so klein, dass, wie gesagt, wenn es in die Richtung geht, wo man sagt, man sieht was, man kann mit der Kamera schön draufhalten, auch die Tiere eben nicht zu stressen, weil ist ja auch umsonst, aber wenn es da was gibt, sind wir live dran. Notfalls hänge ich mit meinem Handy dran. Also es sind wahnsinnig viele Fragen da, danke dafür. Macht es auch in Zukunft bitte fleißig weiterhin, wir sind immer froh um Input und wollen natürlich auch schauen, dass wir alle eure Fragen irgendwo abdecken können, auch wenn wir jetzt vielleicht eine eurer Fragen heute nicht geschafft haben zu beantworten. Wir geben uns immer Mühe. Was ich noch anmerken wollte ist, wir sind jetzt Fauna Marine ICP Stützpunkthändler, das heißt wir haben eine Schulung bekommen, zwei Leute von uns, einer sitzt hier und redet mit euch. Und der andere, den schreibt ihr des Öfteren. Der hockt im Support am WhatsApp. Also ihr könnt jetzt auch, wenn ihr ICP bei Fauna anmeldet, gebt ihr oben euer Becken an, drunter den Code und darunter gibt es die lange Liste mit den Händlern. Da sind wir jetzt auch aufgelistet. Wenn ihr uns da angebt, kriegen wir automatisch eine E-Mail von eurer ICP. Das heißt, wenn ihr eine Frage dazu habt, ruft ihr mich an oder uns. Andi hat auch drauf Zugriff, der hilft euch auch gerne weiter. Wenn es zu speziell wird, sagt er euch das schon. Er gibt euch dann meistens an mich weiter oder an den Marc. Dann können wir das live 1:1 angucken. Ich kann mir das dann durchscrollen, dann kann ich euch sagen, so, so oder so. Sonst? Ich wüsste sonst gerade nichts. Also es gibt immer Fragen. Die Frage nach Neuheiten und kleinen Überraschungen und Beigaben und so ist natürlich auch oft gefragt. Aber auch da haben wir zukünftig... Ja, was... Haben wir was da? Ja, warte mal. Irgendwo. Also ich switch mal wieder ins Bild rein. Viele haben ja schon viele Pakete wieder von uns bekommen und auch schon bestellt. Auch nochmal danke dafür. Und da waren jetzt solche Sachen drin. Das ist zweimal das Gleiche, das ist was anderes. Ja, also der ein oder andere mag das schon kennen, ne? Es sind ein paar verschiedene Futterproben von uns. Genau. Sagt gerne mal, was ihr davon haltet. Mehr davon, weniger davon. Genau. Und es kommt noch was anderes, das was dann auch noch sehr interessant wird, aber mehr dazu gibt es noch nicht. Das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Wenn es soweit ist, landet das dann auch in den Paketen. Ja, dazu von meiner Seite auch nochmal vielen herzlichen Dank für die Teilnahme. Wie gesagt, wenn irgendwas nicht gekommen ist, bitte beim nächsten Mal einfach nochmal versuchen. Wir werden es irgendwie dann irgendwo unter Dach und Fach bekommen. Genau. Sonst war es das, oder? Dann vielen Dank fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao. Ciao.